Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Arms Global Test Punch Video. Es ist die letzte Woche Test Punch Zeit hier bei Arms, denn das Spiel erscheint ja bald und man soll jetzt ja statt Volleyball Basketball spielen können und ich würde sagen, das schauen wir uns einfach mal an. Und es gibt auch einen neuen Charakter hier zur Auswahl und zwar hier Twintel. Oh ja, die kann man auf jeden Fall angucken. Sieht doch schon mal nett aus. So, dann schauen wir mal, wo wir hier direkt reingejoint werden. In den Kampf gegen einen schon mit 17 Punkten. Okay, kann man mal machen. Sehr fair auf jeden Fall. Und natürlich nimmt er auch Twintel. So. Schauen wir mal, wie wir uns hier machen. Direkt im ersten Kampf. Jawohl, der erste Hieb gehört schon mal ihm. Bei ihm läuft. Ja, der weicht ja immer aus, Alter. Warum muss ich hier direkt gegen so einen Süchtigen spielen? So, jetzt haben wir ihn auch wenigstens einmal erwischt. Na, komm, hoch da. Ach komm, wir werden hier vergewaltigt, Leute. Ja, alles klar, der kriegt auch noch Power dazu, oder was? Alter, Verwalter. Ja, das hat hier gerade wenig Sinn, muss ich sagen. Na, wenigstens treffe ich hier nochmal mit meinem Spezial. Sieht es nicht ganz so unterlegen aus. Ja, moin. Jetzt kriegen wir den ab von dem. Und somit verlieren wir hier die erste Runde. Aber auch sehr fair hier direkt mit 0,0 Einspielungszeit direkt gegen so einen kämpfen zu müssen. Da beweist Nintendo auf jeden Fall wieder Feingefühl. Nächstes Mal bitte gegen jemanden mit 40.000 Punkten. Aber hier sind alle so hoch von in der Lobby. Gehe ich direkt raus, Leute. Da kenne ich nämlich nichts. Und so einen Scheiß habe ich nämlich keinen Bock. So, wie wäre es jetzt mal mit einer Lobby? Aha, guck mal, auf einmal geht's. Aber gerade in so eine mega OP-Lobby. Unfassbar, Nintendo, ey. Aber die haben es ja wenigstens jetzt auf die Kette bekommen. So, jetzt muss ich mich allerdings besser anstellen, wenn ich jetzt schon einen Gegner bekomme, so auf mein Niveau. Dann muss es natürlich auch besser klappen jetzt, ne? Jawohl, erster Angriff gehört uns. Oh, ey, ich block doch, aber irgendwie nicht. So, jetzt, jawohl. So, zuschlagen da, jawohl. Ja, das war auch gut. Gut ausgewichen und dann zugeschlagen. Aber es wird knapp. Oh, warum treffe ich ihn da nicht? So, das hat er sein Spezial. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst. Nein, jetzt packt er mich, der Sausack. Ja, moin. Und ich setze mein Spezial an und er trifft mich. Und somit verliere ich auch die zweite Runde. Obwohl ich eigentlich am Anfang gut in der Partie war, aber dann bin ich wohl ein bisschen zu defensiv an die Sache rangegangen. Was denn hier los? Macht mich gerade wieder wenig aggressiv hier. Wenn es jetzt gleich wieder mit Twintel nicht klappt, dann werde ich sie auf jeden Fall erstmal wieder tauschen, denn in meinen ersten Parts habe ich eigentlich immer fast jede Runde gewonnen und jetzt hier direkt zweimal verlieren, schockt jetzt gerade nicht so. Und wir sind wieder in einem ganz normalen Kampf. Schauen wir mal, ob wir hier noch einmal Basketball erleben werden. So, auf ein neues, Leute. Ja, Mann, wo boxt die denn hin, ey? So, jetzt. Ach, die wehrt das auch noch ab, ey. Komm, jetzt, jawohl. Aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht so schlecht, gegen den wir spielen. Boah. Ja, jetzt wehrt er da ab. Oh. So, packen sitzt. Ja,
Immer wenn ich ein bisschen offensiver mit hier Twin Tail gehe und sie nicht trifft, kriege ich immer direkt eine. Das schockt natürlich nicht. So, hä, ich habe mein Spezial draußen und auf einmal ist es weg. Warum? Muss ich nicht verstehen. Ich werde wohl auch die Runde hier wieder verlieren. Mann, was ist denn hier los, ey? Jawohl, Fehler bei der Datenübertragung. Man kennt ihn, also Nintendo. Ihr macht mich heute gar nicht aggressiv. Er steckt nämlich in so eine absolute Kacklobby und dann bricht hier auch noch die Verbindung ab. Jetzt habe ich hier wieder 0 Punkte. Alles klar, und kommen wieder in so eine Mega-Lobby. So, wir nehmen jetzt wieder Min Min. Mal gucken, ob mit der ein bisschen mehr geht. Wenigstens mal wieder in eine faire Lobby. Das scheint ja zu funktionieren. So, kann losgehen. Wäre auch bereit für eine Runde Basketball, so zur Abwechslung. Ins Schwarze spielen wir. Was ist das? Zerstöre so viele Zielscheiben und sammle so viele Punkte wie möglich. Also ist noch ein anderer Modus. Okay, ich habe eigentlich nur vom Basketball gehört. Was ist denn hier los, ey? Natürlich, ich verstehe jetzt trotzdem nicht, was wir machen sollen. Kommen da jetzt noch die Zielscheiben oder was? Ach, da sind sie. Ja, moin, ich gehe. Ja, hallo. Oh mein Gott, ey. Hey, meine ist viel zu weit weg. Ihre Arme sind nicht lang genug. Ja, durch alle durch. Wieso hat der denn schon so viele Punkte? Wie komme ich denn nach oben? Ach so, mit Springen. Alles klar. Ey, wann hat der denn diese Punktzahl gemacht? Der hat doch jetzt die letzte Zeit nichts mehr getroffen. Ach hier, man kann so Combo-Dinger machen, ne? So, jetzt bin ich ein bisschen besser drin, ne? So, und ich habe das tatsächlich noch gewonnen mit 700 Punkten zu 540. Am Anfang hat er mich doch relativ hochgenommen, aber ich habe das auch nicht so wirklich gecheckt. Okay, kann man auf jeden Fall noch mit dazu nehmen. Ist eigentlich relativ spaßig. Und guck mal, da auf dem anderen Feld scheint auch noch was anderes zu sein. Gegen Headlock. Oder Heatlock. Da scheinen drei Leute gegen einen großen zu kämpfen. Auch noch was Neues. Okay, Arms bietet wirklich viele verschiedene Modi, muss ich sagen. Basketball allerdings habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ist ja ein richtiger Mythos. So, jetzt mal hier 2 gegen 2. Schauen wir mal, was hier geht. Jawohl, ich kriege ihn hier direkt gepackt. Nice. Ey! Habe ich gar nicht gesehen, dass der schon wieder angriffsbereit war. Das habe ich hier natürlich schon gut gefressen. Ich glaube, es sieht nicht so gut aus für uns. Oh, einen haben wir aber erledigt, den großen. Und der andere hat ja noch fast Maximum Power. Oh, wir sind fast beide tot. Der wird uns auf jeden Fall noch besiegen. Wir verteilen uns mal ein bisschen. Verbündete am Boden. Na toll, jetzt muss ich das hier alleine richten. Das kann ja was werden. Oh, ich habe noch nur noch einen Millistrich. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe den abgewehrt, den Angriff. Dann boxen wir beide, boxen zu und sein Angriff geht durch meinen durch, oder was? Als ob er so einen stärkeren hätte. Keine Ahnung,
da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, nach was das geht. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, denn wir machen ja beide nur diese Boxbewegung. Warum geht sein Angriff durch meinen durch? Naja, umgekehrt natürlich nicht. Ist immer so, Leute. Ja, keine Ahnung warum. Irgendwann wird sich das Rätsel lösen und dann weiß ich warum. Dann werde ich mir sagen, ah, so, okay. Aber so für mich jetzt so auf die Schnelle ist es schleierhaft. Und ist das jetzt schon wieder der, der gerade so gut gespielt hat? Oh mein Gott, habe ich nicht drauf geachtet. Bitte nicht, ey. Dann verliere ich jetzt ja wieder direkt. Nehmen wir jetzt hier auch mal den Feuerarm. Ey, das ist echt abnormal, wie die hier ausweichen. Als ob das Spiel, als ob das dauerhaft raus gewesen wäre und die schon wieder alle 300 Jahre geübt hätten, ey. Wie kann man das Spiel jetzt schon so können? Endlich mal. So, jetzt bin ich ein bisschen besser drin in der Partie. Ja, moin. Er greift dauerhaft an, obwohl ich abwehr, packt er mich trotzdem denn. Für mich unfassbar, wie der ausweicht. Na, wenigstens lässt er sich davon treffen. Oh ja, und das tut ihn jetzt auch weh. Das ist unglaublich, ey. Ja, klar. Jawohl, jetzt habe ich ihn gepackt bekommen. Und gewinne den Kampf sogar. Sehr gut. Hui. Knappes Ding auf jeden Fall wieder. Unglaublich, dass die Leute hier schon wieder so gut sind in dem Game. Muss das denn sein? So, jetzt schauen wir mal. Bekommen wir jetzt hier nochmal eine Basketballrunde zustande, oder? Da ist wieder ein Kampf. Da bin ich schon mal nicht dabei. Auch da bin ich nicht dabei. Noch ein Kampf. Komm, und jetzt Basketball. Ja, moin. Auch ein Kampf. Und natürlich gegen den, der schon am meisten Punkte hat. Man kennt ihn. Was soll das, ey? Egal, wir haben gerade gewonnen. Warum sollte ich jetzt nicht auch gewinnen können? Mann, komm! Jawohl, wenigstens ein bisschen Schaden gemacht. Ja, jetzt habe ich ihn gepackt bekommen. Das wollte ich eigentlich von Anfang an. Wie die immer meine Schläge einfach durchdringen. Als ob das nichts ist. Ja, sehr gut. Hat er geblockt, aber ich habe ihn gepackt. Und schon wieder. Oh, was war das denn? Ja, das wäre ich ab. Treffe ich ihn? Nö. Warum auch? So, das sollte es gewesen sein. Jawohl, den haben wir besiegt, obwohl er viele Punkte hat. Also, ja, das heißt natürlich auch nicht immer was. Und bin jetzt auch ein bisschen besser drinne. Und dieser Charakter hier, der liegt mir auch bedeutend besser als Twin Tail. Sehr gut. Besiegt. Ja, ich denke, letzten Endes kann man festhalten, dass man sich auf das Spiel freuen kann. Denn es gibt wirklich viele verschiedene Online-Modi. Und diese eine wird mich da auch noch interessieren, hier gegen Heatlock. Aber irgendwie kommen wir da anscheinend nicht rein. Am Basketball habe ich hier noch gar nicht gesehen. Was ist da los? Ich habe das sogar einen Trailer gesehen, wo man Basketball spielen konnte. Aber wir spielen jetzt auch gegen diesen Ultra-Gegner. Schauen wir mal. Jetzt spiele ich also mit zwei anderen zusammen gegen irgendeinen großen Computer-Gegner. Frage ist, die ich mir allerdings stelle, ist, also, was soll ich da, wenn ich jetzt diesen Kampf gewinne, was bekomme ich da für Online-Punkte? Also bekommen wir denn wahrscheinlich alle drei Online-Punkte, okay? Mal gucken, wie viel er hier einstecken kann. Im ersten Moment denke ich mir natürlich,
3 gegen 1 kann er gar nicht gewinnen. Und der eine vermöbelt ihn auch ganz schön. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Würde mich mal interessieren, ob das nach der Runde da vielleicht steht, welche wie viel Schaden gemacht hat. Das würde ich gut finden. Sonst habe ich ihn auch mal gepackt bekommen. Oh, und irgendjemand heilt uns hier sogar. Irgendein Gegenstand, das ist sehr gut. Ah, die Hälfte Schaden hat er jetzt. Oh, jetzt bin ich aber hier drin im Match. Will ja hier nicht alles meinen Teammates machen lassen. Boah, jetzt kriege ich hier mal wieder welche verpasst. So, der hat auch gleich sein Spezial. Hat er schon, aber schauen wir mal, wer es überhaupt einsetzen wird. Aber ich denke mal, wir werden ihn locker besiegen können. Oh! Er hat mit mir auf jeden Fall eine verpasst. Komm, nur noch die letzten Millimeter, dann ist er weg. Und da, somit haben wir ihn besiegt. Schauen wir mal, ob man das jetzt irgendwie sehen kann, wer wie viel Schaden gemacht hat. Ich befürchte nicht. Nö, es kriegen einfach nur jeder die Punkte und... Ja, schade. Hätte ich gut gefunden, wenn man das hätte sehen können. So. Das läuft jetzt auf jeden Fall noch besser als zu Anfang. Und ich bin hier wieder in einem Kampf. Aber wieso gegen zwei? Stehen auf jeden Fall zwei Namen. Aber nur einer von den beiden muss gegen mich kämpfen. So. Gegen Boom Dude. Oh. Ich glaube, der ist nicht so gut. Sehe ich schon an seinen ersten Schlägen. Ja, der ist noch relativ frisch in dem Spiel. Okay, sind wir alle. Davon mal abgesehen. Das ist eine Global Test Punch Version. Wollt ihr dann auch ein bisschen Power haben? Ja, moin. Und dann greift er mich. Ach man, immer dieses Greifen, ne? Ja, dann wäre ich ab, mein Freund. Da kann ich nichts. Oh, das war nicht so ein guter Treffer von mir. Ja, so eindeutig ist das gar nicht gerade. Ja, jetzt stellt er sich ein bisschen doof an, weil ich ihn jetzt hier immer gepackt bekomme. Ja, er weiß anscheinend nicht, wie man es abwehrt. Okay, das ist dann halt mein Vorteil und somit gewinne ich das Ding. Obwohl er sich gar nicht so schlecht präsentiert hat, wie ich ihn am Anfang eingeschätzt habe. Aber letzten Endes hatte ich recht. Also man hat schon gemerkt, dass der vielleicht nicht ja, der Eingespielteste ist hier in dem Spiel. Komm, und jetzt gib mir hier nochmal bitte eine Basketballrunde. Oder gibt es das gar nicht, Leute? Also es gibt es auf jeden Fall, bloß vielleicht jetzt noch nicht. Weil es ist natürlich schon auffällig, wenn das jetzt... Ich habe es ja noch nicht mal hier in irgendeinem Kreis gesehen. Sehr merkwürdig. Schauen wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Aber auch dieses Ab ins Schwarze hatten wir auch erst einmal. Und jetzt bin ich hier wieder im normalen Kampf. Ja, das Gute ist, dass ich eigentlich alles gerne spiele. Jetzt muss ich sagen, am schlechtesten fand ich, oder am langweiligsten fand ich jetzt diesen Kampf gegen diesen großen Bossgegner. Finde ich, gibt einen irgendwie nicht so, ja, nicht so den Reiz, wenn du weißt, dass du halt gegen einen CPU spielst. So, der hat mich jetzt hier schon zweimal gepackt bekommen. Penner. So, jetzt bin ich mal dran. Sehr gut. Jetzt springe ich und greife ihn wieder. Hat nicht geklappt. Jawohl. Jetzt habe ich so ein bisschen seine Strategie rausgefunden. Ja, er stellt sich jetzt auch nicht gut, so gut an gerade. Und tschüss. Sehr gut. Wieder gewonnen. Läuft doch immer besser. So, alle waren hier wieder in einem normalen Kampf.
So, eine Runde werden wir uns jetzt noch gönnen, den Part. Und vielleicht kommt denn ja Basketball oder vielleicht auch nicht. Ich habe nicht mehr so viel Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nochmal gerne ins Schwarze spielen, weil ich da leider auch erst in der Mitte der Runde gecheckt habe, wie das so einigermaßen abläuft. Allerdings müssen wir noch eben warten, bis hier die anderen Kämpfe vorbei sind. So, der eine Kampf ist vorbei, sehr gut. Ein neuer Spieler ist beigetreten, zwar mit Twin Tail. Aber dafür, dass man jetzt Twin Tail benutzen kann, nehmen die gar nicht so viele, muss ich sagen. Ich glaube, alle sind vielleicht nicht gerade so begeistert. Gut, das ist ein 2 gegen 2 Kampf. Ich hoffe, mein Teammate ist gut, sodass wir das Ding hier gewinnen können. Lassen wir die Fäuste sprechen. So, den haben wir hier direkt schon mal ordentlich Schaden anrichten können. Sehr gut. So, die Blechdose packen wir auch noch. So, raus da aus dem Tumult. Ja, dieser Greifarm gefällt mir hier. Der jetzt hier immer so Feuer oder Laser macht. Gut, somit haben wir den ersten schon weg. Und der zweite ist auch schon so gut wie weg. Und zwar jetzt. Oha, ich habe gar keinen Schaden einfach bekommen. Mein Teammate ein bisschen. Also, die beiden haben wir gut auseinandergenommen. Das ist ein guter Abschluss hier für den Part, würde ich sagen, Leute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Version oder in den nächsten Part von Arms wieder. Oder in einem anderen Video, Leute. Also, Leute, haut rein, bleibt gesund. Ciao.